Deutschland kann sich weiter in vollem Umfang am dauerhaften Euro-Rettungsschirm beteiligen. Das entschied heute das Bundesverfassungsgericht und bestätigte damit seine Entscheidung vom September 2012. Die Kläger hatten argumentiert, die Haushaltsrechte des Bundestages seien wegen der milliardenschweren Verpflichtungen nicht gewahrt. Finanzminister Schäuble begrüßte die Entscheidung der Karlsruher Richter. Sie stärke die Glaubwürdigkeit und schaffe Vertrauen. Eine Überraschung war es nicht, das Ergebnis heute um kurz nach 10. Die Klagen gegen den Euro-Rettungsschirm ESM haben keinen Erfolg. Denn trotz der eingegangenen Verpflichtung bleibt die Haushaltsautonomie des Deutschen Bundestages hinreichend gewahrt. Dass Deutschland sich am ESM beteiligen darf, der überschuldete Euro-Länder unterstützen soll, hatte Karlsruhe schon im September 2012 festgelegt. Maßgabe: Für die deutschen Zahlungsverpflichtungen an den Rettungsschirm gilt die strikte Obergrenze von 190 Milliarden Euro. Die vorläufige Entscheidung von 2012 hat das Gericht heute bestätigt. Ich bin zufrieden mit dem Urteil, weil das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil die Rechtsposition der Bundesregierung unterstützt hat. Der europäische Stabilitätsmechanismus und der Fiskalvertrag sind mit dem Grundgesetz vereinbar und darüber freuen wir uns. Aber es müsse sichergestellt sein, so das Gericht, dass Deutschland schnell zahlen kann, wenn der Rettungsschirm Geld abruft. Denn sonst verliert er sein Stimmrecht im ESM. Der Bundestag muss künftig immer prüfen, ob er Mittel für den ESM im Haushaltsplan einstellen muss. Mit dem Gesamtergebnis können auch Vertreter der Kläger leben. Mehr als 10.000 Bürger waren bis nach Karlsruhe gegangen. Unser Ansatz war, das Wahlrecht eines jeden Bürgers darf nicht ins Leere laufen. Im Bundestag müssen substanzielle Rechte verbleiben und das ist hiermit bestätigt worden. Der rechtliche Streit um den Rettungsschirm ESM ist damit abgeschlossen. Aus Berlin hatte es in letzter Zeit immer wieder Kritik gegeben, dass Karlsruhe sich zu stark in politische Fragen einmische. Das Signal des heutigen ESM-Urteils lautet, solange der Bundestag bei der Euro-Rettung maßgeblich einbezogen wird, hat der Gesetzgeber einen weiten Entscheidungsspielraum und Karlsruhe hält sich bei der Kontrolle zurück.